Sebastian von Sebastian TV und so und Scheiße und so, ja, und heute mal mit einem coolen Video. Und zwar heute mit dem FAQ. Es gibt nur ein kleines Problem. Und zwar, ich habe nicht wirklich viele Fragen bekommen, die in ein FAQ reingehören. Ich habe sowas bekommen wie, magst du Bratwurst und so ein Zeug, aber nicht sowas wie, wie alt bist du, wie groß bist du oder so ein Zeug. Deswegen werde ich einfach mal so ein paar Fragen selber reinnehmen und die, die ihr mir gestellt habt, beantworten. Auch wenn sie eigentlich nicht in sowas reingehören. Aber egal, jetzt geht's los! That's what I'm talking about. So, ich sitze gerade am Rechner und bin bei meinem Kumpel, wie ihr wahrscheinlich schon am Hintergrund gesehen habt. Ihr kennt den Hintergrund ja wahrscheinlich. Und ja, jetzt gucke ich mir einfach mal so ein paar Fragen an, ne? Okay, dann gucken wir mal. Eine Frage von Marv99TV. Magst du Bratwurst? Ja, ich mag Bratwurst. Komm, warum stellt ihr mir solche Fragen? So. Dann hat noch da Nico Mansion geschrieben, super Samstag. Warum sind deine Videos meistens so kurz, XD? Ja, warum sind meine Videos so kurz? Ich würde mal sagen, weil das ein bisschen Arbeit ist, um ein Video zu machen. Also dieses ganze Aufnehmen, Schneiden und das Ganze so insgesamt dauert ja doch schon so, dauert das so von so zwischen 3 und 6 Stunden. Also das ist doch Aufwand. Mit was filmst und schneidest du deine Videos? Das haben ein paar Leute gefragt. Also ich filme meine Videos mit meiner super tollen Handykamera von dem Samsung Galaxy S2, aber bald ist es ja Weihnachten und dann gibt es neues Equipment, also eine neue Kamera, also beziehungsweise einmal einen richtigen Camcorder mit Stativ und so. Ich muss mal gucken, was ich mir hole so. Ja, und zweite Frage, mit was schneidest du deine Witz? Ich schneide meine Videos mit Sony Vegas Pro 12. Das ist zwar teuer, aber es ist richtig cool. Man kann damit richtig coole Videos schneiden und alles mögliche. Obwohl, so teuer war das eigentlich gar nicht. 480 Euro ist zwar doch schon sau viel Geld, also verstehe mich jetzt nicht falsch, aber für so ein geiles Schnittprogramm geht 480, ne? Ich meine, Premiere Pro und das ganze Zeug kostet ja auch alles. Boah, ist auch viel cooler, aber wenn man so ein bisschen spart und für Geburtstag und Weihnachten und alles so zusammenlegt, dann kann man sich das schon kaufen. Also lohnt sich aber wirklich, kann ich nur empfehlen. So, dann noch was von Vlogger Mike. Stehst du auf Manga-Serien? Wenn ja, welche? Und magst du Kuchen? Nein, ich stehe nicht auf Manga-Serien. Ich guck das eigentlich nicht wirklich. Ich mag das allgemein nicht so. Und magst du Kuchen? Ja, kommt drauf an. Ich esse nicht so viel Kuchen, aber Käsekuchen schon. Und Schokokuchen und so ein Scheiß. Okay. So, da hat Motivation oder Motivation LP geschrieben. Bist du verwandt mit Sascha und Dima? In Klammern die Außenseiter. Natürlich. Was denn sonst? Das ist doch normal. Was schreibt ihr da drunter? Bist du verwandt mit... Standard. Kommt immer mal vor. Kommt. Okay, was haben wir denn noch? Weil du ja so Russe bist, ne? Ja klar, vor allem weil ich Russe bin. So, dann hat hier noch der Feuerfang 8869 gefragt, wie lange brauchst du für ein Video? Also wie ich schon gesagt habe, so 4 bis 6 Stunden oder 3 bis 6, kommt immer drauf an. Arbeiten, schneiden, hochladen. Ja, also fürs Aufnehmen brauche ich so, eigentlich nicht lang, so zwischen 5 und 20 Minuten. Ich schneide das Ganze so etwa ein paar Stunden, so 3-4 Stunden. Und hochladen dauert, je nachdem, wo ich gerade bin. Wenn ich bei meinem Kumpel bin, der hat etwas langsames Internet, dann dauert es halt ein bisschen länger. Also so. Kommt drauf an. Haben du tun Facebook? Ja, ich habe du tun Facebook. Ich packe euch den Link nochmal in die Videobeschreibung. Wenn nicht, habe ich das noch bei meinem Kanal. Da stehen, da rechts, so unter der Beschreibung. Wisst ihr, was ich meine? So, Leute, das waren jetzt die Fragen, die ihr mir gestellt habt, die jetzt vielleicht nicht unbedingt alle in einen FAQ reinkommen. Und jetzt sage ich euch noch so ein paar grundlegende Dinge. Mein Name ist halt eben Sebastian, solltet ihr eigentlich wissen, irgendwie, irgendwoher. Ich sag's ja nicht in jedem Video oder so, nein. Ich bin 13 Jahre alt, werde nächstes Jahr 14, am 2.7. Oh mein Gott, der gibt immer mehr von seinem Real Life. Oh Gott. Und ich bin für einen 13-Jährigen ziemlich klein. Ich bin nämlich etwas über 1,50. Ja, ich habe so blaue Augen, so dunkelblau, würde ich sagen. Und ich habe so, ja, so dunkelblond bis so ein bisschen braun vielleicht, so Haarfarbe so. Also ganz früher hatte ich mal ganz blonde Haare. Und dann sind sie, je nachdem wie älter ich wandle, immer dunkler. Würde mich nicht wundern, wenn ich erwachsen bin, dass ich dann mal schwarze Haare hätte. So, das war auf jeden Fall das Video. Auf die Tastatur.
dazu. So, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, wenn nicht den Daumen runter. Aber wahrscheinlich werden eh wieder nur wieder 2, 3, 4 beschissene Hater kommen, die dann wieder eh einen Daumen runter geben, genau wie immer. Und ja, ne, wir sehen uns. Tschüss. Yay! Deine Mutter.